Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch. Willkommen auf Tabasco TV zu Wi-Fi Battle Nummer irgendwas über 3. Weiter kann ich ja nicht zählen. Aber ich weiß, dass es das dritte Wi-Fi Battle mit unserem Bizarro-Raum-Team ist. Und das letzte. Ja, wir versuchen heute nochmal alles aus unseren lahmen Enden rauszuholen. Wir battlen gegen den lieben Zero. Ich schau mal eben, was für Musik nehmen wir denn heute? Wir nehmen mal den Gladius-Team. Den mögen ja, glaube ich, viele. Nicht mein Lieblingsstück, würde ich sagen, aber es ist okay. Abwechslung ist viel mehr wert, als einige denken. So, wir gehen mal ganz kurz das Team durch. Rokara, unser Lead to go, ne, bringt Pizarro-Raum, bringt eventuell die Tarnschale, explodiert, ermöglicht somit einen offensiven Wechsel in Cavell, Donarion oder Octillerie. Das sind unsere Bizarro-Raum-Sweeper. Und dann haben wir noch Magierna und Mimigma am Start, die runden das Team so ein bisschen ab und bringen außerdem ebenfalls noch den Bizarro-Raum raus, wenn es sein muss. Denn der hält ja nicht lange und wir müssen es sputen, den gut auszunutzen. Und bisher hat das auch echt gut geklappt, muss ich wirklich sagen. Also Bizarro-Raum ist jetzt nicht so schwer, wenn man ein paar grundlegende Sachen beachtet. Und ja, ne? So, da ist das Gegnerteam. Alles klar. Ein Wolverock Nacht, das finde ich schon mal sehr cool. Ein Turtok. Ja, auch ordentlich. Snubilicat, Cherox. Dann Fuyal und Amphira. Also ein relativ fixes Team. Also zumindest sind die alle schneller als meine Bizarro-Raum-Pokémon. Aber er hat mit Cherox der Prio und die funktioniert ja im Bizarro-Raum ganz normal. Und ja, ansonsten keine mega krasse Wall eigentlich, das ist auch gut, weil, ja, defensive Pokémon, die klauen uns auch manchmal noch so eine Runde Bizarro-Raum und den wollen wir gut ausnutzen. Ansonsten, ja, könnte der Verhöhner auf Snubbelicat dabei sein, aber dagegen haben wir unser Mentalkraut, also, wie immer, Rokara mitnehmen, ja. Wollen wir diesmal 6 Pokémon mitnehmen. In so einem Testkampf eben habe ich... Also den wollte ich eigentlich aufnehmen. Ja, ich gebe es jetzt zu, aber ich habe nur 5 Pokémon mitgenommen. Und habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Ich mache das jetzt. Und gebe auch zu, dass ich das nicht so direkt gemerkt habe. Erst als ich wechseln wollte. Ja, jetzt haben wir alles dabei. Wir drücken auf OK. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Kampf. Schauen wir mal nach. Oh, Zero sieht auf jeden Fall so aus, als hätte er richtig Bock, als wäre er richtig bereit. Ebenfalls Mitglied der Pokémon Community 20+, also Pokémon Fans 20+, auf Facebook. Ja. Ne. Cooler Dude auf jeden Fall. So. Nath oder so. Okay, ja. Eine Stahlattacke kommt jetzt. Die bringt uns natürlich auf jeden Fall runter. Ist die Frage, hat er den Eisenschädel? Den spielt man ja sehr selten auch Cherox. Aber wenn er den hat und uns flincht, ist Rokara nutzlos. Aber haben wir eine Antwort? Nö, wir drücken trotzdem den Bizarro-Raum. Bitte nicht den Eisenchen, Patroni. Alles klar, gut. Alles klar. Der tut weh, keine Frage. Oh, der tut sogar sehr weh. Ja, die Sache ist jetzt auch einfach. Ja, er ist jetzt schneller mit dem Patronenhieb und kriegt damit jetzt halt uns raus, bevor wir die Tarnsteine rauskriegen und bevor wir explodieren können. Das ist schade mit den Tarnsteinen, obwohl er hat halt auch nur einmal eine Schwäche und 2 potenzielle Spinner, einen potenziellen Defogger hier gerade auf dem Feld, aber da wir kein Item gesehen haben, vermute ich hier eigentlich eher das Wahlband. Ich kann das echt schwer einschätzen anhand des Patronenhieb-Damage. Ja, wir gehen ja einfach auf die Tarnsteine. Und wahrscheinlich sind wir jetzt. Ja, wir sind jetzt einfach raus. Aber damit haben wir jetzt immer noch 3 Runden, um zuzuschlagen. Und das werden wir auch machen. Und die Frage, wo gehen wir rein? Also, am besten Schaden machen kann hier tatsächlich gegen Cherox Octillerie mit dem Flammenwurf. Er hat für die Feuerattacke natürlich einen Switch in Form von Turtok und auch von Empira unter Umständen, aber gegen die beiden haben wir auch Attacken ab in Octillerie.
Chilly ist irgendwie meistens das Pokémon, in das ich am schnellsten reinwechsel, weil die Coverage stimmt einfach. Er kann irgendwie alles. Und ich würde sogar überlegen, ob wir jetzt einfach auf die Fontänen gehen. Die würden auch dicken Schaden machen. Andererseits, wenn er drin bleibt und Patronenhieb macht, warum sollte er das machen? Nein, der wechselt. Der wechselt. Ich glaube, der riecht auch. Der riecht auch, glaube ich, den Flammenwurf. Die Fontänen würden gegen Turtok etwas mehr machen. Wir gehen auf die Fontänen. Wir gehen einfach mal auf die Fontränen. Wenn er nicht auf den Patronenhieb geht, drin bleibt, ist er auch langsamer, kriegt die Feuer ab. Er ruft zurück. Die Fontränen machen, das sieht nach Turtok aus. Ja, alles klar. Ja, die Fontränen machen auf jeden Fall mehr Schaden gegen Turtok, als der Flammenwurf gemacht hätte, deutlich. Und ich weiß nicht, ob der Energieball reicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das könnte knapp werden. Wir gehen trotzdem drauf. Also nicht, ne, wir sterben nicht, sondern wir gehen auf den Energieball. So, es ist sogar Megaturtok. Kriegt der mehr Spezialverteidigung? Ich glaube wohl, oder? Ich meine ja. Ich glaube, der kriegt ein bisschen Bulk dazu. Nicht nur Offensive. Aber ja, schauen wir mal, wie das aussieht. Knapp. Ja, wie gesagt. Okay, die Finsteraura sollten wir aber... Yep, die überleben wir. Das ist gut. Und das wird dann auch unsere letzte Bizarro-Raumrunde mit Octillery. Die Frage, prediktet er jetzt hier einen Wechsel? Ich meine, warum sollte er sich Turtok aufbewahren eigentlich, ne? Das macht eigentlich keinen Sinn. Es könnte Fruyal reinkommen oder Amphira. Ich glaube, wir predikten das einfach mal. Aber ich weiß nicht, ob die Fontränen reichen auf der Range. Da bin ich mir gerade echt nicht sicher. Wirklich nicht. Weil die nehmen ja exponentiell sehr stark ab. Wir können auf den Flammenwurf gehen, um Fruyal zu predikten, ne? Machen wir das? Komm. Flammenwurf sieht außerdem cool aus. Er ruft zurück. Er ruft echt zurück. Ne, das ist... Oh! Scheiße. Okay, das habe ich nicht erwartet. Klar, Sherox ist ein guter Switch-In für den Energieball. Ja, aber... Den brauchen wir ja nicht, wenn Turtok im roten KP ist. Das war tatsächlich keine Shadows Prediction, das war einfach Glück. Ja, gehört ja auch dazu. Ich möchte mich aber auch nicht beschweren an dieser Stelle. Absolut nicht. Ja. Sherox raus, das ist gut. Das freut auf jeden Fall einige unserer Pokémon. Und ich bin gespannt, womit er jetzt antwortet. Also er hat jetzt viele Möglichkeiten, Octillery einfach zu revengen, ja. Also mit Amphira, Wolverock, Fruyal sollte das alles problemlos gehen. Und ich meine, gegen Wolverock könnten wir Magierna wechseln, Fruyal eigentlich auch. Aber gegen Amphira würden wir dann wahrscheinlich Octillery down gehen lassen, würde ich sagen. Blair, was ist Blair? Fruyal. Ja, wie gesagt, gegen Fruyal können wir wechseln. Also ich nehme einfach an, dass jetzt hier der Dropkick kommt. Und wir resisten das. Fruyal ist halt ein physisches Pokémon und Magierna ist Magierna. Und eigentlich hat Fruyal gar keine Coverage gegen Stahlfee. Also machen wir das, glaube ich. Oder? Ja. Wir spielen heute mal das Wechselgame. Normalerweise lassen wir echt viel sterben, um dann einfach alles safe rauszubringen. Aber ich glaube, in dem Fall ist der Damage vermutlich so gering, dass sich das lohnt. Ja, das ist in Ordnung. Der Angriffsdrop juckt uns überhaupt nicht. Und wir sollten jetzt eigentlich problemlos den Bizarro-Raum rausbringen können. Machen wir mal. Jetzt kommt eine Kehrtwende, ein offensiver Wechsel. Ne, er ruft direkt zurück. Vielleicht auch ein Walband? Ne, dann wäre, glaube ich, der Schaden nicht hoch genug, ne? Ja, da ist die Echse. Die Echse stellt uns leider vor, das Problem... Wir können die halt nicht so gut treffen, ne? Also, der Kanonenbouquet wird vierfach resistet. Die Lichtkanone reicht auch nie im Leben. Von daher werden wir hier wahrscheinlich was opfern. Damit wir Magierna später nochmal haben, weil da sind einige Pokémon dabei, die Magierna gut wallen kann, die es auch nutzen kann, um den Bizarro-Raum rauszubringen. Und wir opfern einfach Octillery, da es schon so angechippt ist. Sind die Fontränen eh nicht mehr so stark. Und Octillery hat jetzt in diesem Kampf auch genug gerissen, würde ich mal sagen. Ja? Also er hat richtig schönen Schaden gemacht. Und die anderen sollen ja auch zum Zug kommen. Feuersturm. Den könnten wir sogar nehmen.
Eieieiei. Okay, dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie schwach sie sind so von Tränen, weil Eisstrahlenergie bei Flambo führt alles Resistance. Oh, Quatsch! Nein, wie Idiot! Wir haben ja noch die Z-Attacke. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Ich habe sowas von nichts gesagt. Vor allen Dingen, der wechselt doch auch, oder? Der weiß ja nicht, dass wir quasi nur die von Tränen haben oder dann den Z-Kristall. Also, der denkt, der haben wir bestimmt, wir haben noch Siedewasser oder Surfer zusätzlich drauf. Das stelle ich mir das jetzt einfach mal so vor. Blue Mist. Ja, okay. Alles klar. Er opfert auf jeden Fall. Spielt auf Nummer sicher. Das war gut. Aber Bizarro-Raum ist draußen. Octavius ist immer noch am Start. Und wir haben jetzt noch 3 Runden. Kann das sein? Wir haben Bizarro-Raum gemacht. Gewechselt. Wir greifen jetzt an. 2 Runden haben wir hier nach noch sogar. Er kann Octillerie auf jeden Fall noch einmal angreifen. Bio, den Xerox ist ja weg. Und ja, Octillerie zeigt dir kurz mal Megaturtok, wer hier der Wasserchef ist. Ja? Ja, irgendwie passiert das ziemlich oft auf Tabasco TV. Ne? Wir wollen Pokémon X opfern und auf einmal macht das irgendwie noch Arbeit. Ja, vielleicht sollte ich öfter einfach Pokémon opfern. Da ist Fuyal wieder am Start und Fuyal wird auch definitiv einen Eisstrahl oder Flammenwurf nehmen. Aber da gehen wir jetzt trotzdem drauf. Und wir nehmen den Flammenwurf, weil der sieht am coolsten aus. Ich mag Feuer. Ja? Vasco und so, ihr wisst Bescheid, orange Farbe. Feuer ist eigentlich ganz cool. Das sieht das geiler aus, wenn das Wasser-Pokémon so eine Feuerattacke macht. Ja, so. Octillery, du hast auf jeden Fall wie eh und je richtig Arbeit gemacht und darfst erhobenen Hauptes zurück in den Hokeball. Das kann sich sehen lassen. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir haben noch, was hatte ich jetzt gesagt? Eine Runde haben wir jetzt noch. Und besiegt haben wir Xerox, Turtok. Haben wir sonst noch was besiegt? Nee, ne? Okay. Ja, Magier, da wäre hier wieder einfach das Sicherste, ne? Aber allerdings hat er ja auch... Ja, er hat halt diesen Switch-In mit Ampira dann. Aber wenn wir hier einen Kill abstauben, sollte das gehen. Wir gehen einfach mal auf Magierna. Und... Ja, jetzt überlegen wir. Also er erwartet jetzt wahrscheinlich einfach eine Lichtkanone oder ein Kanonenbouquet. Das heißt, er wird wahrscheinlich einen Ampira gehen. Wenn er aufgepasst hat, weiß er auch, dass das die letzte Runde ist. Mit dem Bizarro-Raum, deswegen überlege ich, ob wir auf das Gedankengut gehen und dank dem Gedankengut vielleicht noch eine Feuerattacke von Ampira nehmen und dann wieder den Bizarro-Raum einfach machen und Magierna dann down gehen lassen. Wir gehen einfach mal auf das Gedankengut. Er bleibt drin. Oder er ist auf die Kehrtwende gegangen, wenn er... Ja, ich weiß ja nicht, ob der eben gebannt war, weil sonst wäre der eben schon auf die Kehrtwende gegangen, oder? Nee, er bleibt drin. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann gehen wir nochmal auf das Gedankengut. Er wollte wahrscheinlich einfach Fuyal hier opfern. Und dann ohne Damage rein. Aber ich glaube, die Entscheidung war nicht ganz so gut, weil wir jetzt auf den Bizarro-Raum gehen können. Es ist ja jetzt wieder ready. Ja, wenn er jetzt an Ampira geht, ja, tut er. Hat er zwar noch sein Fuyal, dadurch hat er es jetzt gesaved, aber wir haben den Bizarro wieder frisch raus und ein Carmine drauf und wir greifen jetzt an. Weil den Ampira einwechseln können wir nicht so gut mit diesem Team und deswegen gehe ich jetzt einfach auf die Lichtkanone. Die wird ja nur einmal resistent im Gegensatz zum Kanonenbouquet, das heißt, die sollte mehr machen ausnahmsweise. Also, ja, Hälfte. Ja, ziemlich genau. Okay. Und wir kriegen den Drop. Alles klar. Der ist an der Stelle vermutlich egal. Aber jetzt ist die Frage, können wir den Feuersturm nehmen? Das, Alter, was? Ja. Ich weiß nicht, ob wir den sonst genommen hätten. Ich vermute ja, weil hier auch kein Lifehop oder sonst was drauf war, sondern der Luftballon. Aber ich bin nicht böse. Ich bin nicht böse. Wie ich immer sage, Hex erhöhen die Spannung. Über Hex darf man erst jammern, wenn der Kampf vorbei ist. So, wir haben noch 3 Pokémon. Wir haben relativ frischen Bizarro-Raum. Und der Gegner hat noch 4 Pokémon. Das wird noch spannend.
Wo hat er denn den miesesten Switch in Pyl? Ich glaube, tatsächlich Cravell, ne? Ja, für Cravell hat er nicht so wirklich was. Wir nehmen Cravell. Vor allem ist Donarion defensiv etwas weniger anfällig und kann auch außerhalb des Bizarro-Raums ein bisschen besser agieren als Cravell. Außerdem haben wir noch mit Mimima unseren super fitten Bizarro-Raum-Setter Nummer 3 und wir gehen hier auf das Erdbeben. Das macht auf jeden Fall Damage, der wird auf jeden Fall ankommen. Selbst wenn Fruyal jetzt reinkommt, dann ist Fruyal, glaube ich, in der Range für einen Steigerungshieb. Aber wir rechnen nochmal kurz nach. Wir haben den Bizarro-Raum gemacht und dann die Lichtkanone. Das heißt, wir haben jetzt noch 3 Züge. Das finde ich gut. Könnte für 3 besiegte Pokémon sorgen dann am Ende. Schauen wir mal. Ja, was macht er? Er muss jetzt auf jeden Fall irgendwie predikten. Und ja, Snobilikat kann auch noch problemlos in das Erdbeben reinkommen. Aber auch ein Alola Snobilikat freut sich nicht über einen Nahkampf. Blair, ja, das ist wieder Frial. Und die kann das durchaus jetzt nehmen. Gar kein Problem. Aber Frial geht jetzt. Nee, nimmt es nicht. Okay, ich hab dich wie immer unterschätzt, Cravell. Ja, ich hätte wahrscheinlich jetzt sogar lieber gehabt, dass Fruyal das überlebt, damit wir einen Steigungshieb machen können. Obwohl, gut, so sparen wir uns eine Runde. Ne? Muss man ja auch mal sehen. Toon World kommt. Der Name ist voll gut. Ohne Witz. Der ist richtig gut. Ja, aber ich glaube, Toon World nimmt keinen Nahkampf, ne? Den hauen wir einfach mal raus. Und er sollte auf jeden Fall wehtun. Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Fokusgurt. Warum? Was hat er vor? Okay, das ist ja geil. Alle haben diesen Signature-Move belächelt. Weißt du, warum kriegt der Konter? Das ist ja total lame. Konter war noch nie gut. Konter ist alt. Bliblablub. Ja, die haben alle recht, aber jetzt gerade mit Fokusgurt hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Aber wir haben einen Shadow Sneak. Die Sache ist einfach nur, der Bizarro-Raum ist ja noch da. Und wenn er den Tiefschlag hätte, wäre er schneller und würde den Kostümspuk ankratzen. Andererseits will ich nicht direkt den Donarion. Nee, so macht man das nicht. Wir gehen in Mimima. Jetzt hat er noch Amphira hat er noch. Das wird noch heiß. Das wird noch heiß. Oh, warte, er hat noch was. Snobilikat, natürlich. Das wird noch richtig heiß. Ja, wir gehen auf den Sneak. Wir hoffen, dass er nicht den Sucker Punch hat. Das wäre jetzt auf jeden Fall das Beste. Er geht auf den Tiefschlag. Oh, Mann. Mist. Vielleicht hätte ich den Tiefschlag predikten sollen mit einem Imitator. Und ja, dann wäre ich auf jeden Fall schneller gewesen mit meiner Prio-Attacke, weil Mimikma ist ja fixer als Wolverock. Und jetzt ist die Dimension leider wieder normal. Und jetzt ist die große Frage, können wir eine Attacke von Amphira nehmen? Was für uns Snobilikat, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Donarion kann im Bizarro-Raum auch beide besiegen, aber es ist die Frage, ob wir den Bizarro-Raum jetzt rauskriegen. Das ist die Riesenfrage. Und der Shadow Sneak reicht auf der Range auch nicht. Obwohl, wir haben noch den Lebenort, ne? Ich weiß es nicht. Traue ich mich jetzt? Ich kalk ja nicht. Also, Mimima hat einen guten speziellen Bulk, ja? Mimima wird nur neutral getroffen und wir haben kein damage-boostendes Item auf diesem Amphira. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Mimima den Bizarro-Raum nimmt. Ich glaube, die Chance, dass wir etwas von ihm überleben, ist höher, als dass der Shadow Sneak reicht. Kann sein. Das ist jetzt auf jeden Fall die entscheidende Runde. Matschbombe. Komm schon, Mimima. Ja, oder? Yes! Mega gut. Okay. Wir gehen jetzt selber auf den Sneak. Knuddler, wollte ich gerade sagen, wäre auch schneller jetzt, weil, stimmt, er hat ja noch Snoopy. Alles klar. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass wir, dann müssen wir es wahrscheinlich auch offensiv wechseln, damit
wir jetzt keine Runden verschwenden, weil guckt euch das mal an, das ist das ist nicht so viel Schaden. Und wir würden dann jetzt die ganzen Sachen, die ganzen Runden verschwenden. Jetzt mal überlegen, wir haben die Zauberraum gemacht, jetzt den Sneak wechseln, da haben wir noch zwei Runden. Okay, das reicht also genau. Wir gehen jetzt in Dunarion und müssen beide Pokémon one-shotten. Und Dunarion muss natürlich jetzt auch das, was Nobilikat machen möchte, überleben, aber ich denke, die Chancen dafür sind ganz gut. Aber dann müssen wir auch beide one-shotten. Schmarotzer. Okay. Und dann haben wir sogar noch die Chance, das Amphira mit einem Sneak zu besiegen. Aber eigentlich sollte es das gewesen sein, hoffe ich. Käfergebrummen. Das müsste reichen. Wie gesagt, ist ja nur auf der physischen Seite so bulky. Yo. Okay. Heieieiei. Jetzt haben wir noch einen Zug, wenn ich mich nicht total verrechnet habe. Das ist ja noch richtig hot hier. Ja, haben wir noch. Gut. Und der Donnerblitz würde reichen, aber die Kraftreserve Boden reicht auch. Und die nehmen wir jetzt einfach mal, damit sie endlich mal zur Geltung kommt. Und ja, das war, glaube ich, der coolste Kampf, würde ich mal behaupten. Ohne Witz, hätten wir jetzt Dunarion nicht ins Nobilikat eingewechselt, hätten wir verloren. Definitiv. Es sei denn, wir hätten mit einem Sneak gekrittet oder ich unterschätze jetzt den Lebenorb Shadow Sneak von Mimikma gegen Amphira. Dann hätten wir es vielleicht auch noch so geschafft, weiß ich nicht. Aber das war ein richtig heißer Kampf und jedes Pokémon hat irgendwie seinen Einsatz gefunden und zeigen können, was es drauf hat. Das habe ich ja am Anfang noch gesagt, dass das im Bizarraum nämlich nicht immer klappt. Von daher ein mehr als würdiger Kampf, meiner Meinung nach. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Würde mich freuen, zu hören, wie ihr ihn fandet. Welches Pokémon hat eurer Meinung nach ja die meiste Arbeit gemacht? Und GG Zero, das war wieder mal ein richtig geiler Kampf. Danke auf jeden Fall dafür. Gerne wieder. Und ich stürze mich jetzt einfach mal in die Vorbereitung für unsere nächste Battle-Session, für das nächste Team, was wir spielen. Und dann werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall wieder auf Twitter und Co. rumfragen, wer Bock auf Battles hat. Wer keinen Bock auf Twitter hat, kann mich auch gerne hier unter YouTube fragen. Gar kein Problem, aber es ist ein bisschen umständlicher. Falls ihr im Visa-Board aktiv seid, ich habe da auch mein Thread und natürlich auch ein Profil, da könnt ihr mir auch schreiben. Links zu allen sozialen Netzwerken und sonstigen Kram findet ihr in der Videobeschreibung. Ja. Hat Spaß gemacht. War eine coole Session. Ich werde Bizarraum auf jeden Fall wieder spielen. Und wahrscheinlich echt sehr bald, weil das kommt mir nicht vor wie drei Battles. Das könnte ich echt öfter machen. Also Hagel war dann am Ende so, ja, man hat alles gesehen, alles cool. Aber Bizarraum bockt einfach so unendlich. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich irgendwie nie so viel gespielt. Und jetzt muss ich sagen, habe ich mich doch ein bisschen verliebt. Vor allem jetzt Octillerie so viel rocken kann, das ist einfach Wahnsinn. Ja, genug Verliebtheit, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Tag und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Ciao.